Ein Scheck über 3000 Euro aus Lottomitteln war am Freitagvormittag Grund zur Freude bei der Parkeisenbahn im Gera-Tierpark. Thüringens Justizminister Dr. Holger Poppenheger war dazu extra in den Martinsgrund gekommen, um die gute Nachricht zu überbringen. Das Geld soll für die orangefarbene Akkulok, liebevoll Möhre genannt, zum Einsatz kommen. Hier muss der Akku getauscht werden. Die alten Akkumulatoren sind nach über 10 Jahren verschlissen, sodass eine Neubeschaffung ansteht. Die Akkumulatoren kosten 6.300 Euro. Und mit diesen 3.000 Euro, die uns heute übergeben worden sind, sind wir unserem Ziel sehr nahe gekommen. Der aktuelle Spendenstand war 3.050 Euro, dazu noch die 3.000 heute. Wir können anfangen, unsere Lokomotive wieder herzurichten und sind optimistisch, die noch fehlende Geldsumme aufzutreiben. Bis zum Juni ist geplant, die Akkulok wieder fit für den Einsatz zu machen. Heute ging es dann nochmal mit der blauen Diesellok auf zu einer Reise durch den Martinsgrund. Dank Lottomitteln und Spenden stehen die Signale weiter auf freie Fahrt. Und dieser Freitag, der 13., war für die Parkeisenbahn absolut kein Unglückstag.